Folge 271 von Simotrans. Ja, wir sind hier letztes Mal im Marktplatz gewesen und da müssen wir mal schauen. Da wurde doch gerade auch ganz viele LKWs, die da hergefahren sind. Liefern die nichts an oder was? Hier ist doch jetzt einer. Eier und Südfrüchte. Eier und Südfrüchte. Der ist angeliefert. Der hat nix. Ach, die fahren da auch leer hin. Die sind noch schlechter. Was ist denn das für eine Linie dann, dass die leer dahin fahren? Adenauer Geflügelhof und dann Marktplatz. Das bedeutet, eigentlich müssten die mal da stehen bleiben, ne? Die Eier und der Dingens. Da ist ja die Linie hier wohl ein bisschen falsch, ne? Da müssen wir da mal 100% machen, oder sehe ich das falsch? Und dann sind so viele LKWs unterwegs und wir haben keine Haltebuchten. Kann das sein? Jetzt gucken wir erstmal, was die so machen. Ob die dann wiederkommen. Wahrscheinlich stehen die jetzt hier gleich im Stau, ne? Weil nicht genug Haltebuchten da sind. Aber da müssen wir noch ein paar bauen. Das ist ja auch kein schwieriges Unterfangen, oder? Der fährt in die Bucht. Jetzt sind diese Buchten alle voll. Und dann steht einer schon da. So, Straße. 50. 1, 2, 3, 4. So, Haltebuchten. Da. Der fährt. Das müsste auch noch eine Haltebucht sein. Ja. Und das ist auch noch eine. So, alle sollten Platz finden, außer die unten, die da kommen noch, ne? Hm, genau. Ja. Nee. Jetzt haben wir 1000 LKWs da stehen, aber das ist dann okay so, oder? Nein, ist nicht okay so. Eigentlich hätten das gar nicht so viele sein dürfen. Sind einfach viel zu viele LKWs, ne? Aber ist jetzt so. Lassen wir mal so. Alle sind jetzt hier und keiner fährt mehr. Und das liegt daran, dass hier nicht genug produziert wird, richtig? Geflügel und Eier fehlen, weil kein Tierfutter. Gibt es denn Tierfutter? Kommt denn Tierfutter? Wo ist das Tierfutter? Was macht die Eisenbahn? Die kommt gerade mit Tierfutter, ne? Ich hoffe voll. Jo. Okay, dann geht das da gleich weiter. Ich glaube, wenn ich so rüberfahre, dann müsste ich da auch hinkommen, oder? Sogar nicht. So, das bedeutet, die produzieren gleich wieder. Und das passt jetzt auch mit Eier und Geflügel. Gar kein Ding. So, das ist ja gesichert. Jetzt ist die nächste Frage, was ist mit den anderen Sachen? Obst zum Beispiel, ne? Wo kommt das her? Ach, guck mal, Obstbauern kriegen jetzt gerade wieder Bewegung rein. Fährt er jetzt Obst? Markt, norddeutscher Marktplatz, das ist unser Markt hier, Hardexen. Also ist da jetzt was unterwegs. Via war das Richtige, ne? Also Obst läuft. Wo ist der hier? Was liefert der Bauernhof an? Milch, ne? Wahrscheinlich, der Milch-LKW steht aber hier. Vieh, Milch und Eier. Die Milch kann da hinkommen, aber es fährt kein LKW für Milch. Oder doch, es fährt Milch schon, aber... Vieh, Milch und Eier. Eier werden produziert. Es wird alles produziert, es wird aber nichts abgeholt. Vieh und Eier. Wir haben hier aber nur einen Milchwagen stehen.
Eier stehen da, Milch steht, Milch wird nicht gemacht, oder was? Milch ist aber auch da, wird aber nicht abgeholt, oder was? Ist die Linie unterbrochen in irgendeiner Form? Was bringen diese LKW durch hier hin? Vieh. Und der? Stück gut. Wo fahren die hin? LKW-Viehhof. Lass mal gerade gucken. Ach, falsche Taste erwischt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gedrückt. Die können hier aber nicht... Doch, halten dann auch da an, oder? Ne, ach, da ist auch noch ein Dingens. Okay, Vieh wird abgeholt. Und dann ist da noch Stückgut. Das wird wahrscheinlich auch abgeholt, oder? Ja, aber wir müssen mal ein bisschen hochschrauben hier vielleicht, ne? Kann das sein? Das ist Döbelnhof-Hafen. Und das ist LKW-Viehhof. Naja, sind zwei verschiedene Linien, ist jetzt aber auch nicht schlimm, ne? So, lass uns mal gerade... die Eier machen. Acht, 77... Der ist es dann. Und welche Anhänger? 12, 12, 80, 80. Kann der dann sein, ne? Und was mit dem? 9, 80, 48. Machen wir den. Nee, der gefällt mir nicht. Der gefällt mir. So, Fahrplan. Döbelnhof-Hafen. Ich glaube, das war der, ne, oder? Ich hoffe, der war das. Ja, der. Der da heißt wie? LKW-Viehhof. Den brauchen wir auch noch. Zu niedrig. Da ist das Vieh. Der mit. Wir gehen denn da drauf. 22, 13. Ich glaube, dann ist sowieso mit Anhänger besser, ne? Gesamt sind es 25, sind dann mehr. Wahrscheinlich wäre das auch noch billiger gewesen, aber das ist ja jetzt egal. LKW. Viehhof. Ist der. So, startet auch. Wie will ich denn hier an? Oh, Vieh ist schon genug da. Über Riedenburg-Wald. Welches Containerschiff ist das? Okay, das sind die Eier, die da fehlen. Naja, das wird dann nur werden, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, wo ist das? Das ist hier fürs Vieh. Okay, der kommt gerade. Da müssen wir aber auch was tun. MS Vieh, müssten wir ein paar mehr draufsetzen, weil ich glaube, das geht wahrscheinlich nur eins, ne? Ach ne, sind doch tatsächlich schon drei. Aber... auf jedem Anhänger, der dahin fährt, sind es 25. Das heißt, vier Stück gehen auf ein großes Schiff. Ich weiß nicht, wie viel hier drauf gehen. 60, das ist sogar noch schlechter. Fähre Königswinter 3 für Viehtransport. Krass. Lass uns mal schnell da oben hingehen. Zum Dingens, zur Werft. Schiffsdepot, nicht Werft. Und... wir benötigen Vieh.
Und da gibt es jetzt dieses, was 70 hat, und das, was 60 hat. Ach guck, das andere ist schon ausverkauft sozusagen. MS. Vieh war das, ne? Und lass sie fahren. Dann sollte das auch besser sein, oder? So, jetzt sind wir immer noch hier. Geflügel ist klar. Obst fuhr auch durch die Gegend. Textil, Milch sind wir dran. Südfrüchte. Hat der denn hier was zum Importieren? Ja, kommt hier rein hier. Die Mandeln sind noch über. Südfrüchte. Ja, das Vieh wird nicht abgeholt, ne? Das ist das größte Problem. Ah, da kommt jetzt mal ein Viehtransporter. Ja. Der holt jetzt so ein paar da ab, oder? Jetzt hat er was mitgenommen. Ich glaube, MSV braucht noch mehr Schiffe. Mach die Karte wieder zu. MSV. Das ist ja jetzt nicht so, ne? So, jetzt machen wir mal ordentlich was. Gut. Die fahren erstmal, ne? Zigtausend übereinander raus. So. Jetzt gehen wir hier hin. Backwaren, Eier. Nix ist hier. Außer Geflügel jetzt mal. Geflügel wird jetzt tatsächlich auch geliefert. Die haben also da oben wahrscheinlich Dingens gekriegt, sag schon. Viehfutter. Die Eier sind auch angekommen. Ja, das ist das, was vorhanden ist. Ich glaube, das ist unterwegs und das ist das, was sie maximal nehmen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Soll wohl so sein, oder? Und alles ist hier braun, das heißt, alles funktioniert. Alle Ketten sind am Liefern. Jetzt müssen wir mal gerade nur die Bäckerei angucken. Die haben alles... Ne, Eier haben die nicht da. Wir brauchen mehr Eier. Der bringt jetzt Eier. Eier Adenauer. Jetzt ist nur die Frage, wie viele Eier fahren hier weg, ne? Da oben kommt noch ein Zug. Ah, die Eierproduktion ist ja das Entscheidende, ne? Tierfutter kommt, glaube ich, gerade wieder an, oder? Was hat der denn jetzt gebracht? Landwirtschaftliche Güter bringt er hier hin. Okay, Weiden, Getreide und Gerste. Ach, dann sind das diese LKWs, die jetzt hier noch das Getreide und die Gerste von drüben rüberbringen, ne? Oh, ey, ich habe auch ein Glück beim Treffen, ne? Ja. Okay, dann ist das ja auch alles in Lot. Gut. Aber der
Doch, der ist lang genug. Naja. Hier müsste sich ein bisschen mehr tun, ne? Backwaren sind alle. Ah ja, sind gleich alle. Könnten hier Reibach machen, ne? Wenn das da wäre. Was bringt der da jetzt, der LKW? Ah ja. Und Backwaren hat er auch gebracht, oder was? Der bringt Geflügel, der LKW da, ne? Was hat er drauf? Eier und Backwaren. Das heißt, die Backwaren werden von hier nach da drüben gebracht und dann wieder zurück. Naja, wenn der Weg so funktioniert, ist ja auch alles gut. Simotrans macht das schon, ne, mit dem Weg. Hier sind Eier und nochmal Eier. Ja, ich glaube, da müssen wir nächstes Mal nochmal gucken, ob wir da irgendwie was noch voranbringen. Wir haben ja einen riesen Apparat hier vom Versand her, aber wahrscheinlich so das Richtige, ne? Auf der anderen Seite, es liegt ja hier kaum was. Immer wenn es voll ist, wird weggefahren, ne? Müsste man mal gucken, was man dezimieren muss. Wahrscheinlich hier die LKWs, der Kühl-LKWs sind zu viele wahrscheinlich drauf, ne? Den schicken wir zum Depot. Ach, zum Depot ist auch Blödsinn, ne? Kann gleich ausgemustert werden. Die warten auf Beladung und die sind beladen und fahren schon dahin. Naja. Müssen wir gucken. So, das ist ja schon hier. Na, aber das. So ein paar LKWs muss man sicherlich da haben, aber nicht zu viele, ne? Der ist doch gleich hier leer, oder? Wenn der in der Stadt ist, dann schmuster ich den noch aus, glaube. Na, können wir auch so schon machen, ne? Weil den brauchen wir ja nicht mehr. Also, ne? Brauchen wir schon noch, aber. Nicht in diesem Fall. Sind zu viele. Steht ja noch einer und da wird noch einer beladen. Also ich glaube, das passt schon, wenn wir da jetzt warten. Also einen noch runterschmeißen. Einer fährt jetzt leer zurück. Der wird noch beladen. Ne, der fährt schon, der wird beladen und der ist noch leer. Also Reserve haben wir auch noch. Hier ist das gleiche in grün, der wartet schon, der fährt zurück und der wird beladen. Müsste eigentlich erstmal so gut sein da auf der Stelle. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genauer habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao.